Nun bitten wir in Vertretung unseres Herrn Landeshauptmannes Dr. Evan Bröll, unseren Landesrat Magister Karl Wilfink hier ans Rednerpult. Bitte sehr. Hochwürdige Geistlichkeit, geschätzter Exil-Landeshauptmann, wobei, ich sage es hier sehr bewusst, ich bin nur mehr in jungen Jahren erlebt und kann inhaltlich nicht viel zu seiner Arbeit sagen, aber wer bemerkt hat, wie im Raum Beusdorf Erwin Zajcek als Minister außer Dienst gearbeitet hat, dem war auch bewusst, dass er sich als Exil-Landeshauptmann gesehen und gefühlt hat und aus dem Grund für die Südmeere so intensiv eingetreten ist in ihrer neuen Heimat. Herr Landtagsabgeordneter, Herr Nationalrat, Frau Bürgermeisterin, geschätzte Damen und Herren, Schicksale werden oft durch wirkliche Kleinigkeiten bestimmt. Und wir haben hier einen Fluss, die Theia, die, denke ich, maximal 25 Meter Breite aufweist, vor Jahrhunderten breiter, weil damals sehr viel sumpfig war und nicht so reguliert. Und ob man südlich oder westlich von dieser Theia gelebt hat, war man Weinviertler oder Waldviertler, und ob man 25 Meter nördlicher oder östlicher gelebt hat, war man plötzlich Südmeerer oder eben Südböhme. Und das ist nur eine Kleinigkeit, denn, und das wissen wir, diese Räume sind immer gemeinsam besiedelt worden. Und dieser kleine Fluss, wenn man von der weltweiten Bedeutung ausgeht, war zwar aus der Geschichte heraus irgendwann einmal Grenze, aber de facto haben die Menschen immer hüben wie drüben gemeinsam gelebt, gemeinsam gearbeitet, sich gegenseitig geheiratet und miteinander Geschichte erlebt. Und gerade unsere Region, im besonderen Laan der Theia, war immer dann in Blüte, war immer dann als Stadt erfolgreich, wenn es offene Räume gab, wenn es Frieden gab, wenn man hüben und drüben gemeinsam erfolgreich wirtschaften konnte, wenn es Austausch, Ausgleich, ein Miteinander gab. Und besiedelt wurden wir und christianisiert gemeinsam eben nach 1000, überwiegend von den Bajuwaren, daher die deutsche Sprache, daher unsere Religion, daher das deutsche Staatrecht, daher Dreifelderwirtschaft, wieder südlich und östlich-nördlich der Theia. Und die ersten großen Probleme in unserer Region als Grenzregion gab es dann mit dem Großmährischen Reich, weil plötzlich wurden damit auch Grenzen gezogen, auch wieder unterschiedlichster Natur, weil sich das ja auch immer wieder im Laufe der Jahre verschoben hat. Und aus dem Grund war es ja auch so, dass Babenberger Herzog Leopold VI. Lars schon 1230, die Brigitte kann ich schon überlegen, was dann in 14 Jahren für Feiern als Bürgermeisterin zum 800-Jahr-Stadtfest hier machen wird, die Laan der Theia sehr, sehr prägend für diese Region gemacht haben. Immerhin war der spätere Papst Pius II. Hier sogar Pfarrer in Laan der Theia. Immerhin hat Laan schon sehr, sehr früh das Recht erhalten, Bier über die Stadtgrenzen hinaus zu verkaufen. Hubertusbräu seit 1454 ist das beste Zeichen dafür. Und Laan hat immer dann prosperiert, wenn es eben diese offenen Grenzen gab. Und so gesehen ist es auch nicht verwunderlich, und ich sage bewusst sogar auch aus dem Schicksal heraus eine Verpflichtung, dass wenn dann unsere Nachbarn, die eben das Pech haben, nur 25 Meter nördlicher oder östlicher zu sein, ein Unrecht erfahren, eine Vertreibung erfahren, zumindest einerseits für jene, die hier bleiben wollen, neue Heimat zu bieten, beziehungsweise all das, was da geschehen ist, auch in einer Partnerschaft, wie sie Laan der Theia mit den Gemeinden
bewusst hier eingegangen ist, zu leben. Oder ich denke an meine Heimatgemeinde Bohlsdorf, weil wir die Partnerschaft mit dem Kreis Nikolsburg damals begonnen haben. Und ich denke, dass es daher fast logisch war, dass dieses Teierland, denn das sind wieder wir alle gemeinsam, die Weinviertler und die Südmeerer, dass dieser Heimat- und Museumsverein Teierland aus dem Grund alles daran zu setzen hat, auch aus diesem Auftrag der Geschichte heraus, uns bewusst zu machen, was wir gemeinsam erlebt haben, wie wir gemeinsam erlebt haben und gelebt haben und daraus auch die Verpflichtung zu machen, dass wenn es einen Teil von uns so hart trifft, das auch in die Zukunft hinein einerseits in Erinnerung zu behalten und daran zu arbeiten, dass dieses Unrecht wieder beseitigt wird. Und ich bin daher auch sehr dankbar, dass es heuer schon den 30. Geburtstag dieses sehr, sehr wertvollen Vereines gibt. Ich bedanke mich bei all jenen, die einerseits aus ihrer eigenen Familiengeschichte heraus hier intensiv mitarbeiten. Ich bedanke mich aber auch bei all jenen, die, jetzt sage ich mal gar nicht persönlich aus der Familiengeschichte heraus betroffen, hier intensiv mitarbeiten. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass es eben hier auch den Nachwuchs gibt. Und was ich so großartig finde an Brigitte Apel und ihrem Team ist, dass sich so viele engagieren, dass es nicht nur darum geht, einmal im Jahr an einem Gedenktag sich daran zu erinnern, sondern einerseits das Museum in einem Zeitraum von allen 5 Jahren zumindest zu revitalisieren, zu erneuern, zu renovieren, neue Inhalte zu geben und gleichzeitig aber alle Jahre, jedes Jahr mit vielen Veranstaltungen auf das, was unsere gemeinsame Geschichte ausmacht, ob das die Uimundart ist mit vielen Lesungen, ob das südmährische Adventstunden wären, ob das Ausstellungen von Künstlern dies und jenseits einer Grenze, die, sage ich jetzt auch bewusst, kein Mensch jemals gebraucht hat, weil ob links oder rechts von der Teier, muss für die Menschen völlig egal sein. Und ich finde es daher wirklich bewundernswert, dass es 70 Jahre nach diesem Unrecht, 70 Jahre nach dieser Vertreibung weiterhin so wertvolle Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, einerseits Mahner zu sein, eben weil es um 70 Jahre Vertreibung geht, aber wie das Motto des heurigen Jahres auch heißt, auch Mittler zu sein. Denn es wird Hoffnung auf Versöhnung dem gleichgestellt. Und meine geschätzten Damen und Herren, dieses Hoffnung auf Versöhnung ist mir auch aus dem Grund so wichtig, weil es gerade die Südmeerer waren, die als eine der Volksgruppen, die das wahrscheinlich weltweit als erstes in dieser kurzen Zeit zustande gebracht hat, schon 5 Jahre nach der Vertreibung zu sagen, wir wollen auf Rache und Vergeltung verzichten, aber wollen unser Recht wieder haben. Und um das geht es, glaube ich, auch in dieser Geschichte, die wir gemeinsam lernen müssen. Dass das Unrecht immer beim Wort genannt werden muss. Dass es aber gleichzeitig darum geht, an der Versöhnung und am Miteinander zu arbeiten. Und meine geschätzten Damen und Herren, Josef Höchtl hat zu Recht davon gesprochen, dass die Geschichte andauernd lehrt, aber, und es gibt ein anderes Zitat, das das noch viel drastischer ausdrückt, die Geschichte lehrt uns, dass die Menschen nichts aus ihr lernen. Und wenn wir gewisse Entwicklungen von heute betrachten, und ich sage es jetzt sehr bewusst, und wieder glauben, indem man Grenzen einfach nur hochzieht, wird alles besser werden, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass diese Erklärung viel zu einfach ist. Und gerade unsere Heimatregion kann das am besten beweisen, dass ein reines Grenzen aufziehen dieser Region nie zum Nutzen geworden ist und immer mehr Leid und Unglück und wirtschaftlichen Niedergang gebracht hat, als dann, wenn wir eben offen miteinander nicht nur kommunizieren, sondern auch leben und wirtschaften konnten. Und nicht schon völlig bewusst, das sage ich auch ganz offen, auch das hat Josef Höchtl heute zu Recht hingewiesen, es gibt ja auch die Verantwortung, jedes einzelnen Menschen jeden Tag am Frieden mitzuarbeiten. Und an sich ist es verzweifelnd, denn wir bestehen seit einigen tausend Jahren und es gab immer Krieg.
Und es gibt auch heute Krieg. Und es wird daher auch immer die Verantwortung geben, wenn man am Frieden arbeitet, und das sage ich jetzt hier auch sehr bewusst, für Menschen da zu sein, die diesen Krieg erleben, die Vertriebene sind, und klare Unterschiede zu machen. Das heißt, ich sage es ja auch ganz offen, weil das ist immer die Schwierigkeit in der Politik, dass man differenzieren muss. Auch wenn ich dagegen bin, dass wir Grenzen nur hochziehen, um Grenzen zu haben, ist mir völlig klar, dass wir Grenzkontrollen in der heutigen Zeit brauchen. Denn für mich ist es ein absolutes Credo, dass wir für Menschen, die Kriegsflüchtlinge sind, da sein müssen. Dass es unsere Verpflichtung ist, Menschen, die aus dem Krieg kommen, zu helfen. Wie es genauso klar ist, dass wir Zuwanderer nicht alle bei uns ansiedeln können. Und dass daher dieser klare Unterschied zu machen ist, ob jemand aus Vertreibung, aus Krieg kommt oder sich nur ein besseres Leben erhofft, das einzelne Staaten nicht für Millionen bieten können. Und so gesehen ist gerade in der heutigen Zeit die Botschaft, die ihr sendet, so wertvoll. Ist in der heutigen Zeit die Auseinandersetzung, gerade auch jetzt wieder für unsere Jugend, für unsere Kinder und Kindeskinder, sich daran zu erinnern, was passiert ist 1945 und das immer noch tagtäglich, zum Glück jetzt nicht unbedingt unmittelbar vor der Haustür, aber in unseren Ländern passiert. Und man muss schon auch ganz, ganz offen sagen, ich habe das gestern bei einer Angelobung gesagt, was uns oft gar nicht bewusst ist, aber von La Luftlinie entfernt, ist die ukrainische Grenze näher als die Schweizer Grenze. Und damit wird uns auch bewusst, wie unmittelbar verschiedenste Vorkommnisse dieser Erde direkt bei uns fast ankommen und welche Verantwortung wir daraus zu ziehen haben. Und mir gefällt, weil hier das Zitat hinter meinem Rücken an der Wand des alten Rathauses ist von Mahatma Gandhi, dass also hier, wie er da schreibt, das ist, da kann ich es gleich nachlesen, aber damit ich auch nichts Falsches sage, es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Dass wir alles daran zu setzen haben, gerade auch 2016, in einem Wohlstand, den wir alle genießen, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass dieser Weg zum Frieden auch in Gedanken, Worten und Werken gegangen wird. Und dass immer dann, wenn wir so verallgemeinern, die sind schuld, das muss anders werden, von Beginn weg bewusst hinterfragt wird. Und aus dem Grund, und ich erlaube mir hier heute eine politische Aussage, aus dem Grund erwarte ich mir gerade von Menschen, die Vertreibung erlebt haben, die diese Vertreibung, ich sage jetzt sehr bewusst, im Nachhinein politisch bekämpfen, um Recht zu halten, dass Menschen, die Vertreibung verhindern wollen, daran arbeiten müssen, dass wir in einem Europa leben, dass es einen Ausgleich in diesem Europa gibt, dass es ständig Gespräche in diesem Europa gibt. Und ich bin von einem felsenfest überzeugt, es gibt vieles, was an dieser Europäischen Union zu verbessern ist. Und das wird auch immer so bleiben, denn überall dort, wo Menschen leben, wird man immer daran arbeiten müssen, sich ständig zu verbessern und ständig daran zu arbeiten, gerechter, ausgleichender, menschenwürdiger zu werden und darauf zu achten, dass die einzelnen Menschen auch in ihrer Freiheit zu ihren Möglichkeiten und Rechten kommen. Aber zu glauben, indem man die Europäische Union auflöst, austritt, für sich alleine wieder zu arbeiten beginnt, wird alles besser. Das mag für 2-3 Jahre kurzfristig gedacht irgendjemandem helfen. Spätestens nach 10 Jahren erkennt jeder, dass dieser Weg sicher der falsche war. Und ich kann nur jedem anraten, wenn er die Botschaften dessen, was wir gemeinsam erlebt haben, unsere Väter, unsere Großeltern, ernst nehmen, dann müssen wir mit aller Macht, mit allen Möglichkeiten, mit jeder Faser unseres Körpers daran arbeiten, dass dieses Europa einig bleibt und in der Europäischen Union gemeinsam gearbeitet wird. Und ein letzter Gedanke, und das ist das, was zum Begriff Heimat. Wir alle wissen, dass wir natürlich Heimat zweifach verstehen können. Heimat als das, wo wir uns wohlfühlen, wo wir zu Hause sind, wo wir jene Menschen haben, die uns Halt geben, wo unsere Familien sind. Und Heimat auch in dem Sinn,
die wir prägen, die uns Identität gibt und der wir Identität geben. Ein sibirisches Sprichwort sagt, Heimat ist nicht dort, wo du die Bäume kennst, sondern wo dich die Bäume kennen. Und mir hat sehr gut gefallen, ich habe als Bürgermeister das Privileg gehabt, immer wieder bei 90., 95., zweimal sogar bei 100. Geburtstagen zu gratulieren. Und ich war damals bei einer Frau, und die wird es nie vergessen, die war in Klein-Hadersdorf zu Hause, ich bin Wetzelsdorfer, und das ist von Wetzelsdorf 6 Kilometer entfernt. Und diese Frau hat zu mir gesagt, beim 90. Geburtstag, und ich habe aus ihrer Familiengeschichte gewusst, sie ist mit 14 Jahren nach Klein-Hadersdorf gekommen, weil sie dort bei einem Bauern im Dienst war und dann dort geheiratet hat und dort 3 Kinder großgezogen hat, selbst eine kleine Landwirtschaft, anerkannt erfolgreich. Und beim 90. Geburtstag haben wir so geplaudert und dann hat sie zu mir gesagt, und dann bin ich heim auf Wetzelsdorf gegangen. Und da habe ich gesagt, was heißt, nach 76 Jahren wohnhaft in Klein-Hadersdorf sind sie heimgegangen auf Wetzelsdorf. Wie kommt es denn dazu? Was ist daheim? Und da hat sie gesagt, für mich ist daheim dort, wo meine Eltern gelebt haben und das Grab von meinen Eltern ist. Und ich glaube, das Bitterste für all jene von euch, die weg mussten, war, dass sie nicht mehr daheim sein konnten. Und dass sie es zwar gesehen haben, gerade von Kreuzberg aus, wenn wir an das Südmeertreff immer denken und an Nikolsburg, wenn man das wirklich vor der Haustür de facto sieht und jede Straße und jedes Haus, dass man nicht mehr heimgehen konnte. Und dass daher Verpflichtung für uns alle ist, dass es dieses Daheim auch in Zukunft gibt und wir daher alles, was dazu führt, dass es dieses Daheim gefährdet, politisch in Zukunft hintanhalten müssen. Daher danke für diese Arbeit, danke für diese Vermittlung, danke für diese Versöhnungsarbeit, die so wichtig ist. Alles, alles Gute, toi, 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 Glück auf.